schmutzige Nasse. Majestätisch pflügt das strahlend weiße Schiff durch eine azurblaue See. Tut, tut. Doch, oh, was ist das? Ein Riesenkrak. Und nein, ein Pottwal. Er stößt eine Fontäne aus. Und wir winken fröhlich zurück. Wenn ich allein an das Essen denke. Mitternachtsbuffet, Marco Polo-Buffet, Titanic-Buffet. Erstes Frühstück, zweites Frühstück, drittes Frühstück, Branch A, Branch B, Branch C. Hör auf, hör auf! Mir läuft so viel Wasser im Mund zusammen, dass ich jetzt schon glaube, wir sinken. Ah, und da kommt er ja bereits, der unheilvolle Klabautermann. Wo? Ihr glaubt nicht, was ich wieder erlebt habe. Vater, wir machen eine Kreuzfahrt im Mittelmeer auf der MS Europa. Meine Kollegin Patsy ist krank geworden. Ja, Blinddarmdurchbruch. Die Ärmste. Und jetzt soll ich Patsy vertreten bei einem Fotokurs auf dem Traumschiff. Ich muss da nur ein bisschen schwafeln, nicht? Hier ist der Apparat, da ist der Auslöser. Bitte nehmen Sie den Deckel von der Linse, mein Herr. Ansonsten hab ich frei, nicht? Aber das Beste ist, alles umsonst. Ja! Nein, das ist nicht das Beste. Nicht? Das Beste ist, dass du eine Begleitperson deiner Wahl mitnehmen darfst für den halben Preis. Wir machen eine Kreuzfahrt, wir machen eine Kreuzfahrt. Ja, ich sehe das schon vor mir. Coco als Galionsfigur und du als Bruttoregistertonne. Hier, was liest ihr da ab? Minus 15 Grad? Oh, lass ihn uns Daddy Cool nennen. Vater, bitte nicht lieber ein Leibchen überziehen? Andere Menschen wären da tot. Das hab ich gerade nachgemessen in der Kühltruhe, unten im Supermarkt. Oh, es ist schön zu sehen, dass man seinen Lebensabend auch sinnvoll gestalten kann. 3 Grad unterhalb der gesetzlichen Norm, also drüber. Also jedenfalls zu warm. Und? Wen interessiert's? Ja, genau das hat die Kassiererin auch gesagt, als ich mich beschweren wollte. Und dann hat sie noch versucht, mich bei den Granny Smiths übers Ohr zu hauen. 1,99 das Pfund. Aber nein, einfach Cox Orange eingetippt, 2,99. Oh Gott, das kann doch mal vorkommen. Das hat die Kassiererin sicher auch gesagt. Ja, genau. Meine Mitverlaub, ihr solltet auf der MS Klugscheiß euch anheuern lassen, anstatt auf der Europa. Oh, na Gott sei Dank, meine Rätselzeitung. Wenigstens auf die Post ist noch Verlass. Verlass auf die Post. Mit Verlaub, Vater. Aber die MS Dummschwätz wird für dich noch gebaut. Auweia, Lukas vom Finanzamt. Hm? Finanzamt? Ach, keine Angst. Um meine Steuern kümmert sich schon seit Jahren der redliche, temperaturmessende Engel des Einzelhandels hier. Ich unterschreibe das immer nur. Früher hat man mich den alten Fuchs genannt, bei Tönes und Tönes. Leiter der Buchhaltung, 30 Jahre Berufserfahrung, eigener Waschraum. Aha. Eine Steuerprüfung kommt ins Haus. Mit freundlichen Grüßen gezeichnet A. Hummel, Steuerinspektor. Vater? Alter Fuchs, bisschen blass um die Schnauze, was? Vielleicht zu lange in der Kühltruhe gelegen. Entschuldigt, ich muss eine Beinschiene besorgen. Eine was? Ich hab Beinschiene verstanden. Ich auch. Aber wen interessiert's? Wir machen eine Kreuzfahrt, wir machen eine Kreuzfahrt! Vater, hör mal! Die bekannteste Sehenswürdigkeit Capris ist die sogenannte Blaue Grotte, die ihr Name... Au! Au! Verdammt! Au! Jetzt muss ich mit blauen Flecken nach Capri! Ach, das sieht man in der Blauen Grotte nicht. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ja, weißt du, ich habe da neulich einen Artikel gelesen über die asiatische Kunst des Möbelrückens. Feng Shui. Ist das so, mein Hop Sing? Und? Ja, also Wohnzimmer sollen ja schlecht sein für das Wohlbefinden. Arbeitszimmer hingegen gut. Ah. Hat er gestanden. Na, da habe ich mir gesagt, machen wir eben ein Arbeitszimmer daraus. So asiatisch. Guck mal, ich fühle mich schon völlig gelöst.
Boah. Ich glaube, es wird wieder Zeit für ein richtig gelöstes Vater-Sohn-Gespräch. Komm hierher. Mach fein Sitz. So ist brav. Und jetzt schwöre, dass du die Wahrheit sagst. Nichts als die Wahrheit, so wahr ich dir helfe. Ja, also, weißt du, was absetzen bedeutet? Beim Fußball? Was? Nein, nicht abseits. Absetz. Also steuerlich absetzen. Absetzen? Ja, man macht die Kosten für einen Gegenstand geltend, der zum Beispiel ein Arbeitsmittel ist oder eben ein Raum. Also wie ein Arbeitszimmer, nicht? Aber was, wenn das Arbeitszimmer nun eigentlich gar kein Raum ist oder doch ein Raum, aber eben kein Arbeitsmittel, weil es ein Wohnzimmer ist und da ein Sofa drin steht. Ja, und wer auf einem Sofa sitzt, der arbeitet nicht, sondern wohnt, sagen die Beamten, ne? Weil die selber auf harten Stühlen schlafen müssen, da gönnen die uns Steuerzahlern unsere Sofas nicht. Ja. Ich darf für das Protokoll zusammenfassen. Ein Wohnzimmer ist also steuerlich nicht absetzbar. So kann man das natürlich auch ausdrücken. Aha! Könnte es sein, Herr Sachverständiger, dass es Menschen gibt, die das aber trotzdem machen? Ja, möglich. Und könnte es weiterhin sein, dass einer dieser Menschen grauhaarig ist und einen Polyester-Pullover trägt? Das ist silberblond und das reine Shetland wohl. Na ja, gut, 5% Acryl. Im Bündchen. Zur Sache, Vater! Na, ist schön, ich habe das Wohnzimmer als Arbeitszimmer angegeben bei der Steuer. Fälschlich. Danke, heiliger Vater, ich danke dir. Du bist mir nicht böse? Böse? Ludwig Lenz, der Kühltruhenschreck von Köln-Nippes. Dieses Musterbild an Redlichkeit, das ist endlich vom Sockel, na was red ich, vom Sofa gekippt, kabum. Kein Grund, dich so aufzuführen. Kein Grund. Lukas, du hast die Treppe wieder einen Tag zu spät gewischt. Oh, Vater, ich gehe sofort ins Arbeitszimmer und stell mich in die Ecke. Lukas, die Erziehung deiner Tochter lässt wirklich zu wünschen übrig. Ach, Vater, es tut mir leid, aber vielleicht braucht sie einfach nur ein größeres Arbeitszimmer. Au, au, au. Ah, mein Bein. Apropos, ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk für mich? Oh, wieso? Was ist denn das? Hm? Was ist denn das? Eine Beinschiene. Oh, oh. Die Geschworenen runzeln die Stirn. Vater, schau mich an. Hier in meine Augen. Ich habe einen steifen Hals. Darf ich ihn dir wieder einrenken? Erinnerst du dich an das Fitnessgerät, mit dem ich neulich trainiert habe? Neulich? Du meinst den einen Sonntag vor 2 Jahren, zwischen 9.10 Uhr und 9.15 Uhr? Dein Bauchwegtrainer oder wie ich ihn nannte, dein Wirfwegtrainer? Ja, ich habe das damals in so einem Sanitätshaus gekauft und ich weiß auch nicht, wie eine Verwechslung. Plötzlich stand dein Name auf der Rechnung. Und auch nicht Bauchwegtrainer, sondern Beinschiene. Ist das nicht komisch? Ja, zum Brüllen, ja. Und jetzt glaubt das Finanzamt, also ich trage eine Beinschiene? Ja, natürlich. Ein Fitnesstrainer absetzen, das kann nicht mal ich. Aber eine Beinschiene, außergewöhnliche gesundheitliche Belastung, § 33 Einkommensteuergesetz. Und jetzt soll ich also übermorgen bei der Steuerprüfung diese Beinschiene tragen? Du bist doch verrückt! Und überhaupt, das ist doch kriminell! Ich meine, Wohnzimmer zum Arbeitszimmer machen, gut, aber eine Beinschiene! Also Vater, ich rufe jetzt beim Finanzamt an und stell das alles klar. Das würde ich aber jetzt nicht machen. Wieso? Na ja, da kommt doch dann die Nachzahlung sowieso und möglicherweise sind die eventuell dann auch ein bisschen sauer und dann... Ja? Bußgeld. Angeklagter, wie viel? Na ja, wenn man das alles zusammenrechnet, das ging ja auch über Jahre. Und dann auch die Mehrwertsteuer, Solidarzuschlag... Die Summe! 20. 20 Mark. Mal 100. Mal was? Mal 10. 200 Mark. Na bravo, ich dachte schon, ich müsste mich aufregen. 20.000. Also nicht mal Kopf rechnen kannst du. Da sieht man mal wieder, wie sehr du mich brauchst. Vater, bist du so lieb und reichst mir die Beinschiene?
Warum? Damit ich dich erschlage, natürlich! 20.000 Mark! Wie konnte das passieren, Vater? Ja, die machen doch sonst nur Stichproben beim Finanzamt. Na prima! Und jetzt kommen sie und stechen in ein Wespennest! In mein Wespennest! 20.000 Mark! Ja, und der Prüfer heißt auch noch Hummel. Lustig. Das ist deine Angelegenheit. Sieh zu, wie du da wieder rauskommst. Nicht? Die Beinschiene werde ich nicht tragen. Und überhaupt habe ich eine Kreuzfahrt vorzubereiten. Ja, ich möchte Sie ja nicht beunruhigen, euer Ehren. Aber die Kreuzfahrtvorbereitung dürfte jetzt Ihr geringstes Problem sein. Oh Gott, ich bin ja juristisch verantwortlich. Ja, ja. Schließlich bist du nicht Steffi Graf. Leider nein! Deren Vater kann ja wenigstens hinter schwedische Gardinen. 20.000 Mark, das bedeutet, wir können jetzt 7 Jahre lang nichts mehr essen. Naja, die 7 fetten Jahre hast du ja gerade hinter dir. Und die Kreuzfahrt fällt auch ins Wasser. Oh Gott, wie bring ich denn das bloß Coco bei? Ach, die ist deine Freundin. Die hat sicher Verständnis. Ja, was soll das heißen, du bist nicht Steffi Graf? Na ja, versteh doch, Coco. Wenn ich jetzt 20.000 Mark nachzahlen muss, oh mein Gott, nicht, dann kann ich mir auch nicht den halben Preis einer Kreuzfahrt leisten. Und ich soll jetzt alleine auf dieses verkackte Traumschiff? Na ja, nimm doch Greta mit. Wozu ist sie deine Assistentin? Och, Greta, die schnappt mir doch gleich den Kapitän weg. Coco, du bist eine Lesbe, oder? Na und? Dann eben die Kreuzfahrtmanagerin. Ja, aber Greta ist nicht lesbisch. Die Kreuzfahrtmanagerin auch nicht. Ich will Greta nicht mitnehmen. Lukas, ich hätte doch diesen Job auf diesem verballerten Dampfer überhaupt nicht angenommen ohne dich. Wenn nur die Presse keinen Wind von der Steuersache bekommt. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Flora Fledermaus saugt an öffentlicher Hand. Ja, warum improvisierst du denn nicht ein bisschen? Nicht? Das wäre doch nicht das erste Mal. Hier und da das Zimmer umräumen, eine Beinschiene. Hm? Ist doch kein Problem für einen gestandenen Schauspieler. Hm? Ach, da wird doch alles noch schlimmer. Ja, Lukas Lenz räumt Wohnzimmer um. Fortsetzung letzte Seite. Die bunten Blätter werden blass vor Entsetzen. Frau Ludewig rauft sich die Haare. Talkshow-Sondersendung. Ja. Ganz Deutschland wird mich hassen. Warum wohnen wir auch nicht auf Curaçao? Aha, der Herr Papa, mit dem ich nicht mehr spreche. Wieso Curaçao? Steuerparadies mit 7 Buchstaben. Da wäre alles geritzt. Oder Liechtenstein, 13 Buchstaben. Oder auf Guernsey. Wo drauf? Englische Kanalinsel, 8 Buchstaben. Und ich hab den Kanal jetzt voll. Kreuzworträtsel, Kreuzfahrten. Ist das alles, was euch interessiert? Ich bin's, der hier gekreuzigt werden soll. Extrablatt. Lukas Lenz, jetzt auch noch religiöser Wahn? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ha. Nun mal keine Panik mit den jungen Pferden. Der alte Fuchs ist ja schließlich auch noch da. Danke, der hat schon genug geholfen. In der Firma kam immer eine Buchprüferin, Annemarie Ross. Wir nannten sie den scharfen Hund. Nein, bitte, nicht noch die Story vom scharfen Hund. Alles hat die unter die Lupe genommen, jede Quittung umgedreht, jeden Beleg abgeleckt. Zum Fürchten. Ja, und 1973 gab es dann fürchterliche Probleme wegen überhöhtem Verbrauch an Büroklammern. 200.000 in einem Monat, oh la la! Lukas, das ist meine Geschichte. Und außerdem handelte es sich um 2 Millionen Büroklammern, die überhaupt nicht existierten. Aber ich habe angegeben, dass wir sie als Spende in die DDR schicken, weil die hätten da ja keine. Ne? Anlage EST1A, Zeile 80. Und der scharfe Hund war zahm wie ein Lämmchen. Herzlichen Glückwunsch auch. Du vergisst nur, oh großer Fuchs, dass mir, unschuldigem Lämmelein, übermorgen das Fell abgezogen wird, deinetwegen. Und die arme Kuku muss jetzt ihren Traumschiff-Traumjob absagen. Nein, wieso denn? Wieso denn? Du hast doch gesagt... Ja, wenn ich jetzt kneife, dann hat Patsy doch den Ärger am Hals und ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Was soll denn das jetzt heißen? Und was war 1968? Wo warst du da? Wie 68? Ja, als ich meinen BH verbrannte, hast du mir da zur Seite gestanden? Kuku, da waren wir 8! Und es war
nicht dein BH, sondern der deiner Mutter. Ja, jedenfalls gab es ein Riesenfeuer auf dem Schulhof. Ja, ja, das stand ja sogar in der Zeitung. Hurra, hurra, der BH brennt. Mhm. Aber du bist weggerannt. Und dann kam Fräulein Mörtelbusch mit dem Feuerlöscher und ich habe einen Tadel gekriegt. Und ich musste 100-mal schreiben, ich darf Muttis Leibwäsche nicht verbrennen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Meine Beinschiene abfackeln oder was? Ja, nicht abfackeln, tragen, wie jeder anständige Steuerzahler. Vater, kein Mensch trägt Beinschienen. Alle Menschen tragen Beinschienen. Ich meine, jeder mogelt mal ein bisschen bei der Steuer hier und da. Fräulein Mörtelbusch nicht. Ich auch nicht. Ich bin ein Vorbild. Ich zahle gern Steuern. Davon baut man dann Krankenhäuser und Schulen. Später habe ich sie dann mal in der Frauenkneipe gesehen. Da trug sie einen Oberlippenbart. Geht schon mal mit dieser blöden Mörtelbusch. Das ist 100 Jahre her. Coco wird erwachsen. Gut, dann mache ich meine Kreuzfahrt eben alleine. Und ich werde mich ganz erwachsen amüsieren. Und wenn ich in die blaue Grotte komme, werde ich rufen, Göttin wie blau. Und wenn ich den Fledermäusen erzähle, was für ein ehrlicher Trottel du bist, dann werden die vor Lachen von den Wänden plumpsen, plitsch, platsch. Fledermäuse können überhaupt nicht lachen. Schallend können die lachen, ultraschallend. Und wenn sie sich vor Lachen auf die Schenkel schlagen, diese Beinschiene werde ich nicht anlegen. Und ich helfe dir nicht dabei. Und mit dir rede ich auch nicht mehr. Gut, nur... Nur was? Falls der Steuerprüfer auch nicht mit sich reden lässt, dann... Dann, 9 Buchstaben, erst dann G, 2 dann E, 3 dann F. Gefriertruhe? Nicht ganz. Gefängnis? Volltreffer! Soll ich jetzt ein Gedicht aufsagen, oder was? Ach, du sprichst mit mir. Wenn ich daran denke, dass ich morgen in Barcelona in See stechen sollte und mit meiner ehemals besten Freundin einen herrlichen Urlaub verbringen sollte und stattdessen steht jede Minute die Steuerprüfung vor der Tür. Danke, Vater. Ach, na, ruf doch Coco an und versöhn dich. Mit der rede ich genauso wenig wie mit dir. Na, also ich habe jedenfalls alles im Griff. Das sieht doch ja jetzt aus wie ein Arbeitszimmer, oder nicht? Ja, wie das Titelbild von Schöner Arbeiten. Schaurig. Apropos, möchtest du meinen Albtraum von letzter Nacht hören? Nein. Gut. Ich war im Gefängnis. Die Eisenkugel scheuerte an meinen schlanken Fesseln. Beim Hofgang stolperte ich, schlug lang hin und dann jagten sie mich übers Lido-Deck. Beim Tütenkleben in der blauen Grotte versagte ich kläglich, die Fledermäuse lachen. Maßlos hässliche Mithäftlinge machen mir Komplimente über meine lilienweiße Haut und dann... Oh. Bleib ganz ruhig. Hm? Tu so, als ob du kein schlechtes Gewissen hättest. Mir merkt man doch auch nichts an. Weil du kein Gewissen hast. Eben. Ja, eben. Ich lasse euch erstmal allein und stoße dann später hinzu. Ja, als Todesstoß vermutlich. Schon heute mit der Steuerprüfung, nein, so etwas. Finanzinspektor Hummel, guten Morgen. Zeit ist Geld. Wo ist das Arbeitszimmer? Gleich hier im Wohnzimmer. Da dort. Eine der häufigsten Verfehlungen der zur Absetzung von Arbeitszimmern berechtigten Personen ist die unkorrekte Angabe der Quadratmeterzahl derselben. Bitte halten Sie mal. Mhm. Stehen bleiben! Ach so, ach ja. Mein Vater erledigt das sonst immer mit der Steuer. Trotz seiner Behinderung und jetzt die andere Richtung. Behinderung? Nein. Das bin ich mit dem Bein. Aua, aua. Außergewöhnliche Belastung durch pflegebedürftige, im Haushalt lebende Personen männlich. Paragraph 33b EStG. Wie war doch gleich der Name? Lenz Lukas. Nein, Lenz Ludwig. Geboren am 15.03.1932 in Bad Honnef. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch. Ist nämlich mein Vater. Au, au! Vater! Der scharfe Hund! Das alte Kamel. Wie? Das ist der scharfe Hund? Wieso altes Kamel? Sie haben einen Hund? Alten Fuchs. Wildtiere im Haushalt? Ja, Moment mal, Sie hießen doch Ross. Könnte mir vielleicht jemand erklären, was... Mein Mädchenname. Sie sind verheiratet? Nein, geschieden. Jetzt Hummel.
Ach so. Ach wie? Der scharfe Hund ist ein Insekt geworden. Wirklich? Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass Sie sich aufgrund meiner früheren, flüchtigen Bekanntschaft zu Ihrem Herrn Vater irgendwelche Vorteile verschaffen können. Nein, nein. Das ist der Kasernenton, den ich immer vermisst, nicht mehr vermisst habe, seit ich in Rente bin. Und ich vermisse noch immer die Wahrheit über die 2000 Büroklammern, die Sie 1973 gewaschen haben. Das wissen Sie? Das und vieles mehr. Ich habe sie immer durchschaut und nie vergessen. Ausgerechnet Sie. Die Wege des Schicksals und der oberen Finanzbehörde sind unergründlich. Es klingelt. Es hat geklingelt. Klingeling, ding dong. Ja, Gott. Tragisch, er wäre ein guter Hamlet geworden. Dafür mache ich aus Ihnen heute ein Kotelett. Du? Sag nichts. Ich weiß, du redest nicht mehr mit mir und ich auch nicht mit dir. Aber du sollst wissen, dass ich nachgedacht und meine Meinung geändert habe. Du hast vollkommen recht. Man darf das Finanzamt nicht betrügen. Ja, wir haben alle eine gesellschaftliche Verantwortung. Schön, Lukas, dass du so ein ehrlicher Mensch bist. Der redlichste Mensch auf diesem Planeten. Coco, bist du das? Und deshalb werde ich auch gerne morgen alleine nach Barcelona fliegen, damit du in Ruhe deine Steuern zahlen kannst. Genau. Ja. Vater, kann ich dich gerade unter vier Augen sprechen? Ja. Ich halte so lange Ihren Blindenstock. Danke. So. Barcelona. Was macht Coco denn da? Genial, nicht? Eine spontane Leumundszeugin, die deine Ehrlichkeit bescheinigt. Wenn die alte Schnepfe jetzt noch denkt, dass du ihr was vorspielst. Der alte Fuchs ist wieder auf der Pirsch. Jetzt lass doch mal diese blöden Tiere, Schnepfen, Füchse, Hunde, Kamele. Sieht das hier vielleicht aus wie die Arche Noah? Nein, wie die MS Sperrmüll. Tapas, por favor. Gazpacho, ensalada mixta, las gambas con patatas, ha? Entschuldigen Sie bitte, Frau Hummel. Bitte. Ich habe mich sehr nett mit Ihrem spanischen Hausmädchen unterhalten. Spanisches Hausmädchen? Abgesetzte spanische Haushaltshilfe seit 1993 aufgrund des tragischen Beinleidens. Ach so, das Hausmädchen. Unsere Dolores, die gehört ja schon fast zur Familie. Nicht wahr, Dolores? Dolores? Sagten Sie nicht eben Coco? Ja, Coco Dolores. Ja, sí, mio Cocolores. Seit wann sprechen Sie Spanisch? Tja. Sie wissen eben sehr viel weniger von mir, als ich von Ihnen. Mag sein. Nein, das stimmt. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie nicht blind sind. Ja, das weiß ich auch, dass Sie das wissen. Und wenn das hier ein Arbeitszimmer ist, dann bin ich Alexis Carrington Colby Dexter. Und was Ihre Dolores angeht, die haben Sie auch nicht. Noch nicht einmal abgesetzt. War ein kleiner Scherz meinerseits. Du hast gar kein Hausmädchen abgesetzt? Ich bin keine Spanierin? Ich war mir nicht ganz sicher, aber als sie das sagte, oh, der scharfe Hund, jetzt seht ihr's, das ist ungesetzlich. Auch Finanzbeamte haben Humor. Aber jetzt zur Abrechnung. Oh nein, ich will nicht ins Gefängnis, ich will nicht ins Gefängnis. Wie ich das vermisst habe. Sie sind wirklich der Sohn Ihres Vaters. Ja, das junge Kamel. Also, wenn wir jeden ins Gefängnis stecken wollten, der uns 1300 Mark schuldet... Was? 1300? Der Fuchs hat gesagt 20.000! Ich sag's ja erst, ein Kamel. Da habe ich mich eben verrechnet. Das kann doch mal vorkommen. Sie hören sich an wie die Kassiererin in meinem Supermarkt. Ja, ganz genau. Die Kühltruhen sind auch immer viel zu warm. Ach, es ist ein Kreuz. Ja, das können Sie laut sagen. Was machst du denn da? Hier sind 300 Mark Anzahlung. Das ist mein Portemonnaie. Eben, Strafe muss sein, über den Rest sprechen wir noch. Hallali, ich liebe die Fuchsjagd. Und jetzt machen wir Mittag. Geht das denn? Unbedingt. Wir müssen uns nur eine Quittung geben lassen. Paragraph 4 Absatz 5. Auf Wiedersehen. Adios. Bewirtungskosten, ein Rasseweib. Also, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie bin ich erleichtert. Und?
Wen interessiert's? Was? Wir machen eine Kreuzfahrt! Wir machen eine Kreuzfahrt! Wir machen eine Kreuzfahrt! Wir machen eine Kreuzfahrt! Ach, er ist ja gar nicht gelähmt. Ein Wunder! Ein Wunder! Guten Morgen! Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Oh, hier, das ist für dich. Oh, ein Büstenhalter? Zum Jubiläum. Wie? Ja, 68 musstest du ihn alleine verbrennen und jetzt, 30 Jahre später, werden wir ihn zu zweit in der blauen Grotte versenken. Oh. Und diesmal renne ich auch nicht weg. Dazu müsstest du auch über Wasser gehen können. Wie ist denn das gestern eigentlich noch weitergegangen mit dem Rasseweib? Naja, die sind essen gegangen und seitdem habe ich Vater nicht mehr gesehen. Eigenheimzulagengesetz. Vorabzugssteuer. Oh. Akkumulationsrücklage. Anlage N. Sieh mal an, aus der scharfen Hündin ist wohl eine wilde Hummel geworden. Ich schätze, da hat wohl eine Beamtenbestechung stattgefunden. Lukas, Beamtinnenbestechung. Na, wenn da aber nicht eine Steueraffäre draus wird. Können wir? Ja. Wenn bei Capri der rote BH im Meer versinkt. Ja, da, 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 da. Dann kann ich doch auch nicht mehr die Tantien bezahlen. Da kann ich auch nicht mehr die Tante bezahlen, wollte ich nicht. Ich keine Ahnung, weil ich auch... Auf der MS Scheißkack euch einnisten. Oh, Mutti. Die Kühl... Türme. Warum wohnen wir auch nicht auf Guernsee?